Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. So, ich bin echt mal froh, dass ich wieder hier bin, weil ich habe hier jetzt gestern, also wir haben heute Donnerstag den 3.3. und ich habe gestern den ganzen Tag direkt, nachdem ich mir geholt habe, Chaos auf Deponia. Deponia Doomsday aufgenommen und ich liebe dieses Spiel. So, wir waren hier dabei, soweit ich mich erinnere, wir waren jetzt hier dabei, bei den Schnabeltieren. Wir müssen die ausbrüten. Das war ja bei Doc. Das Ei haben wir, das muss mal von einem Zebra. War doch ein Zebrafisch, oder? Genau, mal von einem Zebrafisch ausgebrütet werden. Das war jetzt im Bodenfrost und das im Flug. Okay. Wir haben einen Tigerfisch. Ich bin gerade am überlegen und am denken und am schenken. Ne, am schenken tue ich noch nicht. Bodenfrost. Bei Doc war doch, meine ich, der hatte doch eine Tiefkühltruhe. Hier, genau, eine Tiefkühltruhe. Können wir da rein nicht das Schnabeltier-Ei legen? Ja, das Schnabeltier-Ei? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt nur noch die Erde. Okay. Haben wir hier noch etwas, was wir mitnehmen können? Schublade. Ein Schraubenzieher. Vielleicht hilft der uns weiter. Oder wir nehmen einfach noch mit. Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Ja, dieser alte Miesenpeter. Hier war auch nichts. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist ein Nest, Karte, der Ofen und eine Airbag-Kiste. Und da oben ist das ein Schornstein. Können wir bei Pops noch mal irgendwie was klauen? Bücher? Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Okay. Hier ist eine Blume. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Okay. Können wir hier noch weiter abstauben? Goldfischglas. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Das Fenster? Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Was der alles braucht. Haben wir ja noch irgendetwas? Sprech nochmal mit ihm. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Wegen des Dates. Vielleicht kann man denen ja irgendwie was zur Unterstützung kriegen.
wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Oh Mann. Okay, dann nicht weglaufen, bin bald zurück. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Jetzt haben wir hier so einen Haufen Memos für Kerze, Wasser und Kohle. Hier ging es noch zum Dichter. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Oder hast du noch was zu sagen? Klopf, klopf. Du schon wieder? Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Siegel braucht? Okay. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Mach's gut. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Also nur zur Info. Captain Seagull braucht gerade eine Kerze. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Kerzen, verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen. Ja, aber ich... Na? Ich... Brauch sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Dann nehmen wir mal die Kerze. Und rein zufällig braucht er auch noch Wasser. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich... Brauche Wasser? Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Na los, bedien dich. Lieb gern. Habe ich schon erwähnt, dass Seagull Kohle braucht? Na. Kohle braucht? Post von Seagull. Oh, bitte nicht. Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir. Dann nehmen wir auch die Kohle. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr bekommen. Können wir die Kohle jetzt in den Ofen beim hier reinzuschütten? Ofen? Jawohl, Kohle. Und wir haben nichts zum Anzünden. Es geht aber nicht so völligerweise mit der Kerze. Würde ich ja, aber sie ist aus. Warte mal, in der Spelunke war doch eine brennende Kerze. Doc, bleiben wir nicht. Halt die Klappe! Jawohl, da ist eine Kerze. Kerze? Ja, das klappt sogar. Ist ja geil, ich freue mich. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Zum Glück ist das nicht total bescheuert. Dann gehen wir hier rüber zu Doc und zünden an. Feuer, Feuer, Loder, brenne. Einmal die Kerze. Ich sagte einmal die Kerze. In den Ofen? Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. Und jetzt müsste das Ei doch... Müssten wir doch an das Ei reinkommen können, oder? Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool, genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen.
einer von ganz vielen Sorten, merke ich. Das läuft jetzt hier lang. Okay, Moment. Das will ich jetzt da lang haben. Es muss. Moment, das schaffen wir. Das kollert jetzt da lang und. Ja, das sollten wir jetzt haben. Ja. Jawohl! Oh, ein Feuerschnabeltier. Autsch! Dann bringen wir das Feuerschnabeltier mal zum Nest. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Mhm. Und jetzt sollte das doch abgehakt sein. Jawohl, wir haben ein Schnabeltier fertig. Sehr schön. Okay, was haben wir noch? Wir haben jetzt ein Wasserglas. Ein Tigerfisch. Können wir den Tigerfisch damit aufwecken? Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Gehirnoperation? Moment. Heißt das, wir sollen ihn zu Doc bringen? Doc, hilfst du mal? Eine Gehirnoperation bitte. Was kannst du mir zum Thema Angeln erzählen? Kommt drauf an. Türangeln oder neuronale Mikroangeln? Ich schaff das doch allein. Deinen Schalter habe ich noch gar nicht gedrückt oder gesagt gesehen. Kann da jetzt das Erdschnabeltier rein? Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Fehlt nur noch die Erde. Ja. Natürlich. Hier war auch nichts, hier waren nur Elektroden. Können wir damit den Fisch so ein bisschen knusprig brutzeln? Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Bitte, bitte. Okay. Warte mal. Moment. Weiß-schwarze Streifen. Fisch. Tierfisch, weiße Farbe. Das ist doch schon so bescheuert, das kann nur der Pony sein. Zebrafisch. Ja, da kann man auch so natürlich drauf kommen. Das ist eine super Deponia-Logik. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombiefisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben... Was willst du noch? Du willst... So kann ich den Fisch auch nicht wiederbeleben. Egal. Ich finde einen anderen Weg. Ja, aber wir... Ja, und du musst ihn auch wiederbeleben, damit wir den... warte mal. Sollte sein. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Soweit, so gut. Können wir den Frankenfisch mit Ei... Ja, Alter, hallo. Nimm den Fisch und mach bitte... Aber natürlich, ich könnte dir endlich sagen... Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit! Energiefluss sprengt die Skala! Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen! Einen Moment noch! Komm schon, Fischbert! Lebe! Lebe!
der lebt. Hilfe? Rufus, verdammt! Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Der lebt noch. Können wir den damit irgendwie so ein bisschen frisch halten? Halte durch, Frankenfisch. Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann. Das Spontanste, was mir einfallen würde, wäre das hier von Seagull, das Aquarium. Was zappelt da denn so? Oh, oh. Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Ja, dann tu dir doch mal da rein. Ins Goldfischglas. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Oh, wie süß. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Komm zu Papa. Und wir haben ein Wasserschnabeltier. Ja, schön. Ich freue mich. Marktplatz, wo muss das überhaupt hin? Hafen. Halt die Schnauze! Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Dann bringen wir mal das Schnabeltier zurück. Damit sollten wir jetzt schon 2 von 2 haben. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. So. Das ist fertig. Jetzt haben wir noch das Flugschnabeltier-Ei und das Erdschnabeltier-Ei. Das Flugschnabeltier-Ei muss im Flug, wie der Name schon sagt, und das Erdschnabeltier muss in beim ersten Bodenfrost. Haben wir hier noch irgendetwas, wo... Was ist denn das? Toilettentür? Ich will nicht wissen, was das für eine Toilette ist. Verschlossen. Ich muss mal aufs Klo. Da ist bestimmt noch irgendwas, was wir noch brauchen. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gullivers Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Gullivers Gulli klingt aber schon, aber nicht besonders einladend. Gullivers Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt, Bursche. Ganz schön schummrig hier. Ganz schön schummrig hier. Freu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Ah, okay. So hätte man noch darauf kommen können, dass Zucker im Generator nicht gut ist. Einen Drink, bitte. Einen Drink, bitte. Hast du Geld dabei? Dachte ich's mir. So wie du rumläufst. Warum sagen das immer alle? Komm wieder, wenn du Geld hast. Für Durchreisende lasse ich nichts anschreiben.
Ein Drink für die Lady, bitte. Ein Drink für die Lady, bitte. Nein, danke. Selbst wenn ich aus diesen schmutzigen Gläsern trinken würde. Kein Widerspruch von mir. Würde ich mich von jemandem wie dir garantiert nicht einladen lassen. Und wenn ich der letzte Mann auf der Welt wäre? Wieso wäre? Mist. Was gibt es auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier-Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Schnabeltier-Bataka? Okay, ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung hier unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi-Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können, im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverletzungen, Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen, Lepra, Schuppenflechte oder jedweder Verfluchung durch ein indigenes Naturvolk. Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Garelef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, nicht als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Garelef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Okay, ich hole den Schlüssel. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Garelef. Her mit dem Kloschlüssel. Darf ich noch mal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Ich geh da mal wieder. Mach das. Jukebox-Klappe, können wir die aufmachen? Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Verschraubt? Wir haben einen Schraubenzieher doch, oder? Schraubenzieher. Hi-ho, hi-ho. Willst du Ärger? Na komm schon. Sing doch mit. Heididididdo. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Ach, ist der süß. Hey, Finger weg. Ach ja? Was willst du machen? Mit dem Fuß aufstampfen und mein erstgeborenes Kind stehlen? An deiner Stelle würde ich mein Maul nicht so aufreißen. Ich bin in der richtigen Höhe, um dein erstgeborenes Kind pränatal abzutreiben. Ich muss mal weiter. Ich bekomme Nackenschmerzen, wenn ich zu lange nach unten gucke. Können wir noch hier die Blatt umwechseln? Das Paarungslied der Schrottkrabben. Die Schrottlawinen-Tarantella. Lustige Lümmeltütenlied. Tote Taubentango. Ich will das Schrottlawinen. Nee. Paarungslied der Schrottkrabben. Gehen wir mal raus. Ich hänge gerade wieder ein bisschen fest. Ist aber egal, weil ich schon wieder nicht auf den Timer geschaut habe, denn die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.